Herzlich willkommen zur RS Discounter Videoserie. Heute geht es um die Graco GX21 und die Fragestellung, was ihr machen könnt, wenn ihr Probleme mit dem Gerät habt. Also, was könnt ihr machen, wenn das Gerät nicht pumpt, wenn die Leistung nicht voll aufgebaut wird, wenn das Gerät nicht richtig spritzt? Das gehen wir heute mit euch durch. Wir haben die wichtigsten 9 Punkte dazu zusammengefasst. Die präsentiere ich euch jetzt kurz und im Nachgang gehen wir detailliert darauf ein. Unter dem Video findet ihr noch einen Link. Da haben wir in unserem Blog das ganze Thema nochmal ganz speziell aufbereitet, individuell, sodass ihr seht, welche Teile ihr für bestimmte Produkte braucht. Wir haben da nochmal Zusatzinformationen, also klickt da einfach rein. Dort könnt ihr auch direkt zu dem Problem gehen, was ihr gerade habt und könnt es so schnell lösen, eine Beschreibung dazu finden, Links finden zu den Artikeln, die ihr braucht, zu den Ersatzteilen, die ihr braucht. So, los geht's jetzt erstmal mit den wichtigsten 9 Punkten. Sehr häufiger Fehler ist, dass die Filter verstopft sind. Wir haben an der GX21 3 Filterstufen. Das ist zum einen das Ansaugsieb, es gibt den Pistolengriffenfilter und es gibt noch einen Hauptfilter, der direkt am Gerät sitzt. Der zweite Punkt sind Schäden am Kolben, an der Pumpe selbst, also auch an den Dichtungen, an den Packungen der Pumpe. Und da zeigen wir euch, was ihr machen könnt, wie ihr die Pumpe ausbauen könnt und ersetzen könnt. Punkt 3, da geht es um das Einlassventil. Das Einlassventil sitzt hier vorne. Da kann es zu Verstopfung, Verunreinigung oder auch zu Schäden kommen. Auch da zeigen wir euch, wie ihr das Ventil reinigen oder austauschen könnt. Punkt 4 geht es um das Auslassventil. Auch wieder ein Ventil, das sitzt hier unten mit dran. Da zeigen wir euch ebenfalls, wie die Reinigung bzw. der Wechsel des Ventils erfolgt. Punkt 5, Entlastungsventil. Haben wir hier an der Seite dran. Da gibt es auch ein paar Punkte. Auch das kann beschädigt sein. Oder eine Verschmutzung kann vorliegen. Auch da zeigen wir euch, wie die Reinigung und der Austausch erfolgt. Probleme kann es auch geben mit dem Ansaugschlauch. Da gehen wir auch nochmal auf die Punkte ein, dass da keine Nebenluft gezogen wird, wie ihr das überprüfen könnt und im Zweifelsfall auch den Schlauch ersetzen könnt. Ein weiteres Problem, was auch mit dem Gerät häufig auftritt, weil es ein recht kleines, relativ leistungsschwaches Gerät ist für den Einsteigerbereich. Das heißt, es ist gedacht für Projekte wie Zwei-Zimmer-Wohnungen, Ausbesserungsarbeiten. Also jetzt keine riesen Lagerhallen damit spritzen, sondern wirklich kleine Projekte. Und da wird das Gerät häufiger überlastet und eben auch für Dispersionsfarben oder für Farben eingesetzt, die zu dick sind. Man kann mit diesem Gerät maximal eine 21er Düse bedienen. Das heißt, wir gehen nochmal darauf ein, wo die Leistungsgrenzen des Geräts liegen und welche Materialien unter Umständen für das Gerät zu dick sind. Punkt 8 sind die Düsen. Auch da kann Verschleiß, Verstopfung, Verunreinigung auftreten. Da gehen wir auch nochmal auf den Punkt ein, damit ihr ein optimales Spritzbild habt. Wenn da was nicht stimmt, gibt es Störungen im Spritzbild und ihr habt eine ungleichmäßige Farbverteilung. Und Punkt 9 sind auch nochmal die Düsendichtungen, die dafür sorgen, dass die Düse richtig sitzt. Da zeigen wir euch, wie man die austauschen kann, wie man prüfen kann, ob die richtig sitzen oder ob dann ein Verschleiß vorliegt. Also, erster Punkt, Filter und Siebe an der Graco GX21. Wenn ihr Verstopfer in den Sieben habt, dann kann es sein, dass die Farbzufuhr nicht mehr ausreichend gegeben ist, Farbfluss also durchs Gerät gestört ist. Und das kann sein, dass ihr dadurch einen Leistungsverlust habt und das Gerät nicht mehr genug Material pumpt und ihr auch dann Störungen im Spritzbild habt. Im Extremfall, wenn so ein Filter komplett zusitzt, kann gar keine Farbe mehr durch. Das heißt, ihr könnt mit dem Gerät überhaupt nicht spritzen. Sollte eins dieser Fehlerbilder auftreten, dann solltet ihr die Filter des Gerätes überprüfen. Es gibt an dem Gerät 3 Filterstufen. Das ist einmal am Ansaugschlauch direkt unten der Ansaugfilter, den ihr auch leicht abschrauben könnt und dann einfach prüfen könnt, okay, ist dieser Filter verunreinigt, ist hier Schmutz drin und dann kann der Filter ausgewaschen gereinigt werden. Sollte das irgendwann nicht mehr möglich sein, beziehungsweise der Filter auch beschädigt sein, dann könnt ihr den einfach austauschen und ganz einfach wieder ranschrauben und ersetzen. Das heißt, problemlos zu überprüfen und auch zu ersetzen. Es gibt zudem noch einen Hauptfilter am Gerät, der ist relativ klein. Dieser Filter nennt sich Graco InstaClean Filter und der sitzt oberhalb vom Manometer. Wenn ihr diesen Filter reinigen wollt, was ihr machen solltet nach der Arbeit, oder überprüfen wollt, ob er verstopft ist, dann müsst ihr zuerst das Manometer abbauen. Das zeige ich euch gleich. Damit ihr es etwas besser seht, nehme ich auch mal die Ansaugung ab, weil dann ist sie nicht im Weg und ihr könnt direkt drauf schauen. So, die Ansaugung kurz weggenommen, dann müsstet ihr zuerst am besten das Manometer abschrauben. Um das Manometer abzuschrauben, geht ihr einfach hier oben am oberen Ende des Anschlusses für das Manometers ran und schraubt es ab. Ganz normal lösen. Wenn der Schlauch angeschlossen ist, dann vorher den Schlauch am besten auch abschrauben, dass ihr ein bisschen Spiel habt.
Und ihr könnt das Manometer dann hier einfach abnehmen, zur Seite legen, wird auch erstmal nicht benötigt. Und hier oben drin sitzt dann nämlich der Hauptfilter. Um den InstaClean-Filter hier aus dem Gehäuse zu bekommen, setzt ihr einfach hier den Schlüssel an. Ich habe jetzt hier einen 22er Schlüssel und könnt das hier lösen. Einfach herausdrehen. Ist ein bisschen fettig jetzt, deshalb greift es sich nicht optimal. Ihr könnt es dann herausdrehen. Es sind einige Gewindegänge. Also ist ein Stückchen, was ihr da zu drehen habt. Und dann kommt der Filter heraus. Ihr könnt den Filter hier einfach aus dem Gehäuse nehmen. Gucken, ob der verunreinigt ist. Jetzt natürlich nicht, weil das Gerät ist neu. Etwas Konservierungsflüssigkeit auch noch mit dran. Ihr könnt diesen Filter dann einfach auswaschen. Gucken, ob Beschädigungen da sind. Sollte er komplett verstopft oder beschädigt sein. Dann nehmt ihr einen neuen Filter, setzt den ein und verschraubt das Ganze einfach wieder. Den InstaClean-Filter könnt ihr auch einfach bei uns nachbestellen. Schaut einfach im Blog nach. Da haben wir für euch nochmal alles zusammengefasst. Habt auch die Links, um die Sachen direkt im Shop zu finden. Der dritte Filter sitzt in der Pistole, und zwar im Griff der Pistole. Den kann man einfach rausnehmen, um ihn zu überprüfen oder zu ersetzen. Hier einfach das Lösen, dass man an den Griff kommt, den Griff aufschrauben. Unter Umständen ist er auch etwas fester als jetzt hier, sodass er vielleicht einen Schraubstock braucht. Ihr könnt den Griff abnehmen und dann habt ihr hier den Pistolenfilter. Achtung, an der GX21 sind die Pistolenfilter von Krakow, die Easy-Out-Filter verbaut mit Feder. Link findet ihr ebenfalls im Blog. Filter prüfen bei Beschädigungen oder zu starken Verunreinigungen den Filter wechseln. Ansonsten reicht es auch, wenn ihr ihn auswascht. Den neuen Filter oder ausgewaschenen Filter einfach wieder hier reinstecken. Das ist auch so eine Kerbung, das seht ihr auch, ein Loch. Das heißt, der fällt einfach in Position. Ihr setzt den Griff wieder drauf, verschraubt den Griff kräftig handfest, ist ausreichend. Und den Schutzbügel wieder aufsetzen und die Pistole ist wieder einsetzbar. Punkt 2, Verschleiß der Pumpe. Zum Antrieb der Pumpe ist dort ein Kolben verbaut, darum sind Packungen. Der Kolben bewegt sich, dadurch entsteht der Druck und mit der Zeit verschleißt dann natürlich die Packung und auch der Kolben. Wenn das passiert, wird der Druck nicht mehr vollständig aufgebaut und ihr müsstet den Kolben, also die Pumpe dann einfach wechseln. Das ist relativ einfach aufgebaut, das ist auch eine schnelle Sache und ich will euch kurz zeigen, wie das geht. Dazu habt ihr hier vorne diesen schwarzen Abdeckungsbereich, den könnt ihr relativ leicht öffnen, indem ihr einfach die Kappe hier abnehmt. Und dann habt ihr noch einen weiteren Kunststoffschutz, da nehmt ihr einfach die Bügel hier, drückt die nach oben und schiebt diesen ganzen Schutz nach oben und könnt ihn dann wegklappen. Und dann kommt ihr schon an die Pumpe ran, da seht ihr dann einen Kolben. Und ihr könnt die ganze Pumpe dann einfach nach oben herausnehmen und hier seht ihr auch den Kolben. Wenn hier zum Beispiel an dem Kolben und in diesem Bereich sich Farbe angesammelt hat, dann ist es schon ein klares Zeichen dafür, dass dort ein Verschleiß vorliegt. Ihr könnt das Ganze so entnehmen, das ist jetzt die ganze Pumpeneinheit mit allen Ventilen dran, Einlass-, Auslassventil, Entlastungsventil. Aber wenn ich von Pumpe spreche, also Kolben und Packung, dann ist das hier oben dieser Bereich und der kann sehr leicht getauscht werden. Wie zeige ich euch gleich. Am besten ihr nehmt euch die Pumpeneinheit so wie sie ist, ausgebaut und spannt sie in einen Schraubstock ein, damit ihr die Pumpe dann am besten in dieser Position. Und dann könnt ihr mit einem 22er Schlüssel hier ansetzen und die Pumpe herausdrehen. Das sind ein paar Umdrehungen. Und dann könnt ihr die Pumpe herausziehen. Dann habt ihr so die Pumpe, könnt ihr herausnehmen und durch eine neue Pumpe ersetzen. Die könnt ihr auch ebenfalls bei uns bestellen. Link findet da unten. Pumpe dann einfach, so wie ich sie ausgebaut habe, wieder einbauen, einsetzen und verschrauben. Und dann, ihr seht jetzt hier schon, dass dort noch ein Fett an der Pumpe dran ist. Da gerne etwas Fett dran machen, die Pumpe wieder verschrauben. Und dann sollte es wieder funktionieren, da ja Kolben und Packung für den Antrieb wieder neu eingebaut, neu verfügbar sind. Und die Funktion wieder da sein sollte. Ist die Pumpe verbaut, nehmt ihr wieder die ganze Einheit, setzt es einfach wieder ein. Genauso wie ihr es vorher entnommen habt, setzt sich einfach in Position und ihr verschließt dann das Gehäuse. Ihr aufpassen, dass die Kontakte abschließen, etwas nach oben ziehen, in Position drücken, verschließen, nach unten drücken, dann ist es verschlossen. Und dann kommt oben nochmal die Schutzkappe drauf. Und das Gerät ist wieder voll einsatztüchtig. Das Einzige, was ihr noch machen müsstet, wäre jetzt den Ansaugschlauch wieder anschließen. Punkt 3, das Einlassventil der Garko GX21. Das sitzt hier vorne. Wir haben jetzt hier schon den Ansaugschlauch abgenommen. Der sitzt ansonsten hier drauf. Den bitte abnehmen. Und dann kommt ihr hier ans Einlassventil.
Dieses Einlassventil könnt ihr einfach herausschrauben, indem ihr hier mit einem mit Verstellschlüssel rangeht und das Ganze löst. Dann könnt ihr das Einlassventil herausschrauben und ihr kommt hier ans Ventil ran. Da einfach mal gucken, ob die Dichtung irgendwie beschädigt ist. Wenn die beschädigt ist, sollte die ersetzt werden. Und ansonsten findet ihr hier dann im Einlassventil die Kugel. Die sorgt für den Materialfluss. Ist hier eine Verstopfung oder Verunreinigung da, dann führt es dazu, dass das Gerät nicht optimal ansaugen kann und es auch wieder Störungen gibt im Betrieb. Das heißt, dass nicht genug Farbe gepumpt wird oder dass komplett keine Farbe gepumpt wird. Diese Kugel wird gehalten von einer Feder und dahinter befindet sich dann noch der Einlassventilsitz. Hier seht ihr diese Feder, die könnt ihr leicht mit der Zange herausnehmen. Die hält die Kugel in Position und dann befindet sich da noch der Einlassventilsitz und den könnt ihr auch leicht entnehmen. Ist jetzt ein bisschen ölig, weil das Gerät, wie gesagt, noch nicht in Betrieb war. Das ist der Einlassventilsitz. Das Ganze funktioniert so, dass der Sitz Feder auf, in dieser Position. Auf der Feder sitzt die Kugel und ermöglicht so flexibel den Einlass des Materials, sodass das Ventil öffnen kann, um Material einzulassen und dann wieder schließen kann, damit das Material nicht zurückläuft. Und hier sollte man schauen, ob eine Verunreinigung vorliegt. Wenn dort Materialreste hängen, kann es passieren, dass die Kugel festsitzt und kein Spiel mehr hat und dadurch eben keine Farbe angesaugt werden kann. Zudem kann es sein, dass hier auch Beschädigungen aufgetreten sind, dass der Sitz beschädigt ist, dass die Feder beschädigt ist, dass da einfach ein Verschleiß aufgetreten ist und dass dann dieses komplette Einlassventil gewechselt werden muss. Dazu nehmt ihr einfach die Teile so raus, wie ich es euch gerade gezeigt habe und baut die in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Keine große Sache. Die Teile haben wir euch unten, wenn ihr die bestellen wollt oder braucht, haben wir euch unten den Link mit eingebaut. Schaut einfach in unserem Blog vorbei, das ist alles detailliert nochmal aufgelistet. Wenn ihr das gereinigt habt, das Einlassventil, den Sitz, die Feder, die Kugel bzw. ein neues da habt, dann verbaut ihr das Ganze wieder. Dazu kann es hilfreich sein, wenn ihr die Position des Gerätes etwas ändert und in diese Position geht, dann würdet ihr als erstes wieder den Ventilsitz mit der Feder einsetzen. Wenn ihr das Ventil wieder einbaut, dann den Ventilsitz mit der Feder einfach von oben in Position bringen. Achtung, hier ist eine Kerbung und nur in dieser Richtung lässt sich das Ventil richtig einsetzen. Es fällt einfach nach unten durch. Als zweiten Schritt nehmt ihr die Ventilkugel, lasst sie einfach von oben reinfallen und dann nehmt ihr das Ventil, also den oberen Teil und verschraubt das einfach mit dem Gerät. Zum Ende wieder den Schlüssel nehmen und festziehen und damit wäre das Einlassventil wieder in Ordnung gebracht. Ihr müsst jetzt nur noch den Ansaugschlauch und den Rücklaufschlauch montieren und ihr könnt weiterarbeiten. Unterhalb vom Einlassventil befindet sich der Einlassventildrücker. Der sitzt hier unten und den solltet ihr regelmäßig mal drücken, auch wenn es keine Störungen gibt, weil der sich gern mal festsetzt. Also ruhig nach dem Arbeiten oder vor dem Arbeiten ein-, zweimal den Einlassventildrücker drücken. Der dient dazu, dass die Kugel, die ich euch ja gerade gezeigt habe, wenn die mal festhängt durch Farbreste, leicht verklebt, dann könnt ihr der mit diesem Einlassventildrücker einen leichten Stoß geben. Wenn die festgeklebt ist, wird die Kugel so gelöst und ihr müsst nicht gleich immer das ganze Ventil ausbauen. Also bevor ihr das Ventil ausbaut, zuerst den Ventildrücker probieren, den aber auch regelmäßig betätigen, damit er sich nicht festsetzt. Jetzt gehen wir über zu Punkt 4. Punkt 4 ist das Auslassventil. Dieses Auslassventil sitzt genau hinter dem Ventildrücker, hier unten. Und um da heranzukommen, baut ihr am besten komplett die Pumpe aus. Das haben wir euch ja bereits schon beim Pumpenwechsel gezeigt. Deshalb gehen wir jetzt da im Detail nicht nochmal drauf ein. Sonst schaut euch das nochmal genau an beim Pumpenwechsel. Hier unten haben wir das Auslassventil, direkt neben dem Ventildrücker. Hier ist die Ansaugung und hier sitzt der InstaClean-Filter. Wir müssen also hier ran, um das Auslassventil zu reinigen, zu prüfen und gegebenenfalls zu ersetzen. Dazu spannen wir am besten auch das ganze Pumpengehäuse in den Schraubstock ein. Das Auslassventil können wir mit einem 19er Schlüssel leicht lösen, einfach hier ansetzen und aufschrauben. Geht dann auch relativ leicht, ein bisschen ölig vielleicht.
Hier geht es jetzt auch schon per Hand. Sind auch hier einige Umdrehungen. Und dann habt ihr es aber draußen. Das ist das Auslassventil. Hat genau die gegengesetzte Funktion zum Einlassventil. Das heißt, hier ist auch eine Kugel drin. Die sorgt für den gleichmäßigen Auslass des Materials. Diese Kugel könnt ihr auch hier von der Seite sehen, wenn die verklebt und dadurch die Funktion stören. Und das kann sein, dass das Gerät nicht mehr richtig spritzt oder auch komplett gar nicht spritzt. Gucken, ob diese Kugel freigängig ist. Ansonsten könnt ihr das Ganze auch reinigen, spülen, auswaschen. Schaut, ob dort ein Verschleiß ist, ob Verschmutzungen da liegen. Wenn das Ventil nicht mehr zu retten oder zu reinigen ist oder der Verschleiß zu stark ist, dann solltet ihr das Ventil austauschen. Man kann das Ganze auch testen, ob das Ventil Spiel hat, zum Beispiel hier mit einem Stift. Und dann sieht man auch, dass die Ventilkugel sich hier etwas hin und her bewegen sollte. Wenn die Ventilkugel fest sitzt, kann sie nicht funktionieren. Und dann sollte man reinigen oder gegebenenfalls austauschen. Gucken, dass die Dichtung hier unbeschädigt ist, weil sonst kann dort Material austreten. Also reinigen oder ersetzen. Auf die gleiche Weise das gereinigte oder neue Ventil einfach wieder hier einschrauben. Bitte darauf achten, dass da drin auch keine Verschmutzungen drin sind, keine Verunreinigung. Und jetzt einfach verschrauben. Wie gesagt, sind einige Drehungen. Und dann mit dem 19er Schlüssel so das Ventil festziehen. Ist nicht so viel Platz hier, weil der Ventildrücker und die anderen Ventile auch unmittelbar verbaut sind. Aber wenn man es in dieser Position in den Schraubstock bringt, kommt man halbwegs ran. So, und jetzt würde man die Pumpe einfach wieder einsetzen, Ansaugschlauch ansetzen, montieren und dann kann man mit dem Gerät weiterarbeiten. Punkt 5, das Entlastungsventil der GX21. Das Entlastungsventil sitzt hier an der Seite. Da gibt es zwei Positionen. Und durch Öffnen oder Schließen des Entlastungsventils steuert man, ob die Farbe vor zur Pistole läuft. Wenn das Entlastungsventil geschlossen ist, läuft das Material über den Hauptschlauch vor zur Pistole und man kann spritzen. Wenn das Entlastungsventil geöffnet ist, dann ist der Zirkulationskreislauf geöffnet und das Gerät saugt über die große Ansaugung an und pumpt das Material über den kleinen Schlauch zurück. Das Entlastungsventil oder dieser Mechanismus wird benötigt, um das Gerät zu spülen, zu entlüften und zu reinigen oder auch um Druck zu entlasten. Und deshalb ist es sehr wichtig, wenn hier eine Fehlfunktion vorliegt, dann kann dort Material austreten oder Material kann ungewollt zurückgepumpt werden. Das heißt, also auch dieses Ventil ist ein wichtiges Ventil, das eventuell verschmutzt sein kann und deshalb nicht mehr richtig schließt und öffnet. Oder es kann ja auch einfach eine Beschädigung vorliegen und dann muss dieses Ventil ausgetauscht werden. Das geht sehr einfach. Dazu setzt man einfach einen 21er Schlüssel an. Man nimmt am besten den Rücklaufschlauch ab und kann dann ein bisschen freier daran arbeiten, ein 21er Schlüssel, und kann dann das Ventil einfach herausschrauben. So. Auch hier sind Löcher zum Durchfluss. Da kann man eben auch schauen, ob sich dort Materialreste befinden, ob sich dort Fremdkörper drin befinden. Die kann man entfernen, das Ganze reinigen und dann eben prüfen, ob das Ventil wieder gängig ist. Hier unten ist auch noch eine Dichtung verbaut, eine Kunststoffdichtung. Dort auch gucken, dass sie nicht beschädigt ist. Und wenn das Ventil gereinigt ist, kann man es dann eben einfach wieder einsetzen. Wenn ein Schaden sein sollte, auch dann wäre es notwendig, das Ventil einfach zu ersetzen. Die Artikelnummer und den entsprechenden Link, um dieses Ventil zu bestellen, findet ihr auch in unserem Blogbeitrag. Ansonsten das Ventil einfach wieder einsetzen und in umgekehrter Reihenfolge wieder verbauen. Das heißt, ihr verschraubt das einfach am besten erstmal per Hand. Gucken, weil der Bügel hier etwas im Weg ist vom Rahmen des Geräts. Und einfach verschrauben per Hand und den Rest dann, wie gesagt, mit einem 21er Schlüssel könnt ihr den Rest dann problemlos festziehen. Dann sollte das Ventil, das Entlastungsventil, wieder funktionstüchtig sein. Ihr setzt dann einfach den Rücklaufschlauch wieder auf und solltet normal weiterarbeiten können. Punkt 6 ist der Ansaugschlauch. Das ist ein relativ einfacher Schlauch, der auf dem Einlassventil sitzt und hier durch so eine Spange oder Klammer gehalten wird. Sitzt der Schlauch hier nicht optimal drauf, kann das Gerät Nebenluft ziehen. Und das fällt dem Gerät leichter als Wasser oder Farbe zu ziehen. Und dementsprechend gibt es dann auch Störungen, dass eben nicht ausreichend Material gefördert wird oder gar kein Material. Also bitte prüfen, ob der Ansaugschlauch korrekt sitzt und auch luftdicht abschließt mit der Klammer. Auch wenn der Ansaugschlauch in anderen Bereichen beschädigt ist, Löcher hat, dann ist es Zeit, den Ansaugschlauch auszutauschen und zu ersetzen. Einen Ersatzschlauch zeigen wir euch auch im Blogbeitrag.
wo ihr das alles findet oder auch die Klammern, wenn ihr die braucht. Natürlich sollte auch der Rücklaufschlauch, wenn er beschädigt ist, entsprechend ersetzt werden, weil ansonsten die Farbe hier nur noch raustropft beim Entlasten und es eine Riesensauerei gibt. Punkt 7, Material ist zu dick. Die GX21, wie gesagt, ist ein kleines Einsteigergerät für kleinere Projekte, 2-3 Zimmerwohnungen durcharbeiten. Die maximale Düsengröße ist eine 21er Düse. Das heißt, man muss auch bei Dispersionsfarbe etwas vorsichtig sein, weil es inzwischen auch sehr, sehr dicke Dispersionsfarben gibt im Innenbereich. Und dieses Gerät eben manchmal dort an seine Leistungsgrenzen stößt. Das heißt, man sollte vorher immer prüfen, was die Anforderungen des Materials ans Gerät sind, die passende Düse dazu auswählen und eben das Gerät nicht überlasten. Das heißt, für kleine Projekte ist das Gerät gut geeignet, aber nicht für riesige Projekte und maximal bis 21er Düsen. Das Material sollte eben auch nicht zu zäh und dick sein. Wenn das Material zu dick ist, dann zeigt sich das folgendermaßen, dass ihr schon mit einer sehr großen Düse arbeitet, also in diesem Fall mit einer 21er Düse und den Materialdruck schon im Maximalbereich habt. Also das Gerät fährt Vollgas. Nicht immer die optimale Lösung, weil es eben auch eine starke Belastung fürs Gerät ist. Wenn ihr dann immer noch kein brauchbares Spritzbild hinbekommt, also ihr spritzt und das Spritzbild an der Wand ist nicht gleichmäßig, es gibt eine Streifenbildung, dann kann es durchaus sein, dass das Material einfach zu dick ist. Was ihr noch versuchen könnt, ist, dass ihr das Material verdünnt, noch stärker, oder dass ihr das Material auch filtert, also zum Beispiel durch eine Damenstrumpfhose oder ein spezielles Sieb, so dass ihr das Material etwas dünner und dadurch spritzbarer macht. Ansonsten, wenn das nicht funktioniert, bleibt euch nur der Weg, ein leistungsstärkeres und größeres Gerät einzusetzen. Punkt 8, die Düse. Wir haben jetzt hier standardmäßig mit dabei die 515er Düse. Das ist eine kleine Düse für Innendispersion. Wichtig ist, dass ihr für dieses Gerät die richtige und für das Material, das ihr verarbeiten wollt, die richtige Düse auswählt. Fehler oder Probleme kann es geben mit der GX21, wenn ihr zum einen die falsche Düse auswählt, zu klein, zu groß. Wenn ihr sie zu klein auswählt, verstopft die Düse sehr schnell. Wenn ihr sie zu groß auswählt, dann kann es sein, dass zu viel Farbe kommt oder das Gerät da gar nicht genug Leistung dafür hat. Wie gesagt, 21er Düse, zum Beispiel 521er, wäre die Leistungsgrenze des Gerätes. Größere Düsen als die 521 kann die GX21 gar nicht bedienen. Wenn man das trotzdem macht, ist es ungefähr so, als wenn man eine Feuerwehrspritze nimmt und einen Gartenschlauch anschließt. Der Gartenschlauch liefert eben nicht genug für die Feuerwehrspritze, um einen vernünftigen Strahl herzustellen. So ist es hier auch, wenn ich zum Beispiel eine 23er oder eine 25er Düse nehme für dickere Materialien, dann reicht die Förderleistung, also die Menge an Material, die dieses Gerät pro Minute pumpt, nicht mehr aus, um die Düse mit ausreichend Material zu versorgen. Ein weiteres Problem ist Verschleiß an der Düse. Die Düsen werden mit Material versorgt unter sehr hohem Druck und das Material, zum Beispiel Dispersionsfarbe, hat Feststoffanteile darin, die dann für Abrieb und Verschleiß der Düse sorgen können. Das heißt, die Düse muss regelmäßig gewechselt werden. Wie oft hängt ein bisschen von der Druckeinstellung und vom Material ab. Ansonsten verschleißt die Düse über die Zeit und auch das macht Störungen im Spritzbild und sorgt dafür, dass ich ein ungleichmäßiges Spritzbild habe. Das heißt, man sieht dann Ränder sehr gerne, dass sich die Verteilung der Farbe innerhalb des Spritzkegels einfach auch verändert und dadurch ungleichmäßig wird, sodass man nachrollen muss oder vielleicht nicht die Arbeitsergebnisse erzielt, die man haben möchte. Deshalb darauf achten, dass man die Düse regelmäßig wechselt. Auch Verstopfer sind möglich an der Düse. Die kann man leicht lösen, indem man die Düse einfach um 180 Grad dreht und dann durchspritzt. Sollten die sich nicht mehr lösen lassen, dann wäre es auch Zeit, die Düse zu wechseln und eine neue Düse einfach einzusetzen mit der GX21. Letzter Punkt, Düsendichtung. Wir haben hier vorne einen GRACORAC X Düsenhalter mit drin und auch noch eine GRACORAC X Düse. Ihr könnt ebenfalls die GRACO FFLP Düsen oder auch die LP Düsen benutzen. Wichtig ist, wenn ihr Material habt, das Farbe habt, die hier an der Seite austritt, dann wird es meistens darum gehen, dass die Dichtungen nicht richtig sitzen, beschädigt sind oder ganz fehlen. Das sind zwei Dichtungen, eine Metalldichtung und eine Kunststoffdichtung, die wird von hier hinten eingesetzt. Wenn diese Dichtungen fehlen, beschädigt sind, dann läuft dort Material aus. Das ist kein Schaden an der Düse, sondern einfach ein Schaden an der Dichtung oder die fehlenden Dichtungen. Bei der Reinigung verschwinden die auch gern, also deshalb das auch überprüfen. Gerade bei Einsteigern und Anfängern kriegen wir häufig in den ersten Wochen mal einen Anruf, dass es heißt, Mensch, das Gerät spuckt, es funktioniert nicht. Das ist dann die Dichtung. Wir zeigen euch in unserem Blog auch nochmal ein komplettes Video, wie man diese Dichtung optimal wechselt, herausnimmt. Das würde jetzt hier ein bisschen zu lang sein, aber schaut einfach nochmal rein. Dort findet ihr ein ausführliches Video, in dem gezeigt wird, wie die Düsendichtungen gewechselt werden.
Zum Abschluss noch ein Punkt. Es ist wichtig, dass ihr das Gerät nach der Arbeit gründlich reinigt, durchspült und auch entsprechend konserviert, wenn ihr das Gerät länger lagert und nicht benutzt. Dazu haben wir euch auch nochmal in unserem Blogbeitrag ausführliche Informationen bereitgestellt. Ansonsten hoffe ich, dass wir mit dem Video dem einen oder anderen helfen können, der auf der Baustelle vielleicht Probleme hat mit der GX21, der Störungen hat und die möglichst schnell beseitigen will. Mit dem Video sind doch einige Informationen vorhanden, sodass ihr relativ zügig und schnell Probleme lösen könnt. Solltet ihr darüber hinaus noch Fragen haben, schaut einfach mal in unserem Blogbeitrag vorbei, schreibt uns eine Mail oder klingelt durch. Bis bald.